Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Child of Light. Und ich bin jetzt gerade wieder gespawnt, beziehungsweise ich habe einfach weiterspielen gedrückt. Hoppala. Und ich glaube, ich bin ein bisschen woanders als wie das letzte Mal. Oder ich weiß nicht, bin ich da oder das letzte Mal angegangen? Gegangen? Oh, ein Gegner. Gleich mal Ben. Greif mich an. Muss ich da drauf? Nee. Ah, okay. Überraschungsschlag. Wieder zwei. Da gibt es wieder Wünsche an der Seite. Gott, das muss ich gerade mal überlegen. Wie war denn das? Ah, Leertaste. Dann greifen wir als erstes an. Die sind stärker, aber die sind schneller tot. Dann greifen wir als erstes ihn an. Und das andere wird geblendet. Der Geist wird geblendet. Ein paar Wünsche einsammeln. Und noch ein bisschen slowen. Und einen Hieb. Zack. Bisschen Feuerschaden. Oh, holen wir sie noch ein, holen wir sie noch ein. Ja. Ha. Oh, jetzt weiß ich nicht, wer als erstes dann kommt. Ich finde das interessant. Aber es bin ich. Gleich noch ein paar Wünsche. Und gewonnen. Starkes Heiltonikum. Hey, wo wollt ihr hin? Komme ich da irgendwie drauf? Ja, da. Ist manchmal echt ein bisschen verwirrend mit der Grafik. Dem Grafikstil. Ah, da komme ich nicht drauf. Dann gehe ich, glaube ich, nochmal unten rum. Geht das jetzt überhaupt noch? Kann ich da irgendwo runterhüpfen? Oder muss ich da jetzt weitergehen? Ich würde gerne wieder da auf die Ebene. Kann ich da runterhüpfen? Guck ich mal kurz beim Fliegen, Springen, Rasen benutzen. Nö, anscheinend nicht. Dann gehen wir da halt einfach weiter. Aurora! Diese Tür ist zu. Ja, das stimmt. Wir müssen sie öffnen. Und zwar im Nu. Oh, was ist denn das für eine Gestalt? Ähnelt sehr dem... Ah! Dem Wolf von vorher. Oder vom letzten Mal. Das räume ich jetzt dahinter. Dann komme ich da drüber. So, na, noch ein bisschen weiter. Ja. Bis zum Ende. So. Dann stellen wir uns gleich dem Kampf, weil ich glaube, da hinten, ja, da hinten ist ein neues Gespenst. Geist, Gespenst. Los. Überraschungsschlag und wieder zwei. Wir nehmen uns wieder den als erstes vor und blenden den Geist. Oh, wir sollten uns ein paar Wünsche holen. Und ich sollte auch noch gleichzeitig ein bisschen slowen. So, holen wir sie ein, holen wir sie ein, holen wir sie ein, holen wir sie ein. Ja! Ah, knapp. Los, nochmal. Zack. Stufenaufstieg. Level 5. Ein Fertigkeitspunkt. Und wir haben ein Antidot bekommen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Fertigkeiten können wir wieder erhöhen. Da mache ich jetzt diesen Ausweichpunkt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, gleichzeitig auf was anderes zu skillen. Ich skill jetzt auf jeden Fall den Baum als erstes voll. So. Und ich wollte noch mal gucken bei diesen Okuli, ob es da noch irgendwas gibt, was man vielleicht gegen Zauber auch einsetzen kann, weil das wäre nicht schlecht. Dann könnten wir gleichzeitig viel Schaden gegen normale Monster machen und auch gegen die Geister. Aber ich glaube, sowas habe ich echt nicht. Nur was? Ja, nö, nichts mehr gegen Geister oder Lichter. So, da gehen wir mal durch das Türchen. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich mir keinen Timer gestellt habe.
Classic. Nicht, dass ich wieder die Zeit vergesse, wie das letzte Mal. Hui. So. Da oben geht's wahrscheinlich weiter. Glühwürmchen zeigt uns den Weg. Wie kommen wir hinauf, kannst du es mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurora, erleuchte die Oculi. Lass es mich einmal wagen. Okay. Ah, oder fällt mir das jetzt auf den Kopf? Nee. So, kommen wir dann auch wieder rauf? Ja. Sehr gut. Was glaubst du, schmoren sie würde? Das habe ich nicht gelesen. Doch keine Kinder. Oh nein. Hey, das ging mir jetzt zu schnell. Okay, wie komme ich hier weiter? Kann ich die benutzen? Hm. Schmeiße ich das jetzt einfach runter? Ich mache das jetzt mal. Was anderes kann ich im Moment nicht machen. Dann gucken wir hier mal weiter. Oh. Ah, da können wir es hinbringen. Gott, kriege ich das jetzt von der Ecke hier weg? Obwohl, ich kann es ja auch einfach so da runter springen, schmeißen. So. Streng dich an, kleines Mädchen. So. Rauf mit uns. Und dann muss ich... Wie kriege ich das jetzt weg? Ah, das kann ich auch in die andere Richtung ziehen. Zack. Oh, ein paar Wünsche. Nur her damit. Weiter geht's. Da haben wir einen Hebel. Den betätigen wir doch glatt. Was passiert? Aha. Hey, nicht so hoch. Nicht so hoch. Da komme ich nicht. Hm. Ach so. Okay. Fährt es jetzt nochmal rauf? Ja, dann schmeiße ich mich da einfach mal drauf. Okay, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Da müssen wir irgendwas drauflegen. Das heißt, wir nehmen uns so einen Teil von da unten. Aber wie... Ah, okay. Ja, das könnte klappen. Aber wir müssen jetzt ein bisschen warten. Schieben wir uns sozusagen das... Das ist eigentlich... Ja, das ist zwar jetzt nicht ganz so schwer, aber es ist doch nicht... Keine schlechte Idee. So. Komm runter. Lauf. So, das ziehen wir dann einfach auf den Punkt. Dann bleibt die Tür hoffentlich offen. So, ja, das funktioniert. Und, ah, noch ein paar Wünsche. Hm, kommt man da eigentlich noch höher? Ja, da könnte man theoretisch noch höher. Okay, da öffnet sich nur die Schranke, aber... Kann ich im Moment wahrscheinlich noch nichts machen. Gehe ich erstmal weiter da. Jetzt sind wir einen Stock weiter oben. Oh, was ist das? Ah, ungeschliffener Smaragd. Und da ist wieder so ein Gargoyle oder was auch immer. Schau ich mal gerade, was ich für ein Okuli bekommen habe. Geschliffener Smaragd war das, oder? Genau, Blitzschaden. Ja. Stärkt den Angriff. Okuli herstellen. Kann ich die... Ah, vereinigt Okuli und Merk... Um stärkere Okuli herzustellen. Drücke den Herstellen-Button, um die Kombination zu bestätigen. Das macht... Hey, ich wusste gar nicht, dass wir da... Okay. Ich habe anscheinend... Oh, da unten geht's weiter. Professionell. Fügt dem Nahkampf Lichtschaden hinzu und stärkt den Angriff um 10% stark bei Dunkelheit. Ja, hilft es dann gegen Geister? Sind die dunkle Kreaturen? Weil eigentlich sind es ja keine dunklen Kreaturen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus mit dem Vereinen. Da benutze ich jetzt einen von denen. Halt, den benutze ich immer. Dann so ein Feuer. Und einen Turmalin. Einfach mal zum Ausprobieren. Okay. Rechtsklick. Achso.
Wie stelle ich das her? Oder kann ich da nur von einer Sorte? Tipp. Aha. Da kriegen wir größere, da kriegen wir... Ah, von anderer Farbe. Und da dann weiße. Oha. Ja, aber wieso geht das jetzt nicht? Oder muss ich da noch einen... Rechtsklick, um Okuli zu entfernen. Okay. Vielleicht brauche ich auch nur andere Okuli. Wie war das mit dem weißen? Blau, rot und grün. Blau, rot und grün. Ja, nehmen wir einen grün. Ich nehme so einen fetten gleich. Okay, es geht irgendwie nicht. Oder bin ich da rechtsklick? Um Okuli zu entfernen. Vorschau. Probieren wir mal einfach nur mit den... nur mit roten aus. Okay. Jetzt geht's. Das würde gehen. Ach so, okay. Wir brauchen von der gleichen Größe anscheinend. Dann probiere ich es jetzt trotzdem mal aus. Dann nehme ich einfach den kleinen hier. Dann machen wir noch einen roten weg. Und dann nehmen wir noch so eine grün oder blau. Okay, das geht schon mal nicht. Das geht aber auch nicht. Hey, wieso geht das nicht? Das müsste eigentlich... Ah, nee. Okay, dann nehmen wir statt den einfach einen grünen. Ungeschliffener Diamant. So, jetzt schauen wir mal, was der so kann. Erhöht Temp... Naja, okay. Jetzt irgendwie besser vorgestellt. Ich will auf jeden Fall noch mal einen ausprobieren. Nämlich diese... Den hier kombinieren mit einem... Okay, warte mal, vielleicht so. Nee. Mich jetzt auch gewundert. Wie kann ich denn gelbe kombinieren? Mit was kann ich denn gelb kombinieren? Ah, nee, ist das nicht die gleiche Größe. Okay, das geht nicht. Gibt es auch andere Möglichkeiten, außer die drei, die im Tipp angezeigt werden? Das würde mich jetzt auch interessieren. Kann ich vielleicht nochmal den weißen mit einem anderen? Nee. Dann vereine ich jetzt nochmal diese roten. Oder mache ich einen gelben nochmal, einen neuen? Ich hätte noch gerne einen anderen gelben. Und mich würde interessieren, ob dieser Lichtschaden wirklich das was bringt. Okay, unterschiedliche Größe geht auch nicht. Wow. Okay, das mache ich jetzt auch mal. Facettierter Diamant. Okay, jetzt reicht's aber. Das schon mal. Erhöht Tempo um 4. 12. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Halt, wie kann ich den wieder einfügen? Oder... Ah. Keine Okuli ausgerüstet. Mal sehen, ob das was bringt. Ob wir dann schneller angreifen können, beziehungsweise öfters. Das würde mich interessieren. So. Was ist das da oben? Da geht's nicht weiter. Da kommen wir jetzt nicht rauf. Schauen wir erstmal da hinten. Vielleicht gibt es wieder so eine Kiste. Auf jeden Fall haben wir wieder ein paar Wünsche. Und da ist jetzt dieser Gargoyle. Ah, den haben wir ja vorher gesehen, genau. Schauen wir mal, ob wir da einen Überraschungsangriff machen können. So, ja. Schauen wir mal, ob das mit dem Tempo viel bringt. Den greifen wir jetzt auf jeden Fall als erstes an. Hieb auf den. Den da lenken wir ab. Oha. Kritischer Treffer, 30. Ja, dann. Ah, noch ein paar Wünsche einsammeln. Unser kleines Glühwürmchen. Machen wir jetzt mehr Schaden? Nee, ach mal, nicht mehr Schaden können wir ja gar nicht machen, aber wir sind schneller. Ja, dieses kleine Fitzelchen sind wir jetzt schneller als vorher. Aber das ändert eigentlich nicht viel. Wir können trotzdem zweimal dreinander angreifen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre Tempo auch für den Magier besser. Ich glaube, ich ändere das wieder. Aber dann mache ich noch einen anderen Okuli. So, ich will einen lila nennen. Was hat das am lila gebracht? Erhöht körperlichen Schaden um 30%, wenn die Lebenspunkte... Oh. Erhöht den körperlichen Schaden... Okay, das ist auch cool.
Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich mehr Schaden. Das geht ja zum Beispiel auch. Ah, da kann man die Tourmaline herstellen. Wenn, dann nehme ich einfach wieder den alten. Was habe ich da? Angriff verursachen mit einer Chance von 10%. Ah, Lähmung, genau. Du. Jetzt probiere ich noch einen aus mit einem roten. Ah, mit einem großen roten vielleicht. Krieg. So einen und einem großen blauen. Warte mal. Oh, das geht auch. Dann kriege ich einen facettierten Diamanten. Diese Amethysten. Ja, ich probiere mal den Amethysten. Erhöht körperlichen Schaden. Also, das war das genau. Ja, dann mache ich das wirklich mit den roten. Na, das geht nicht. Ich bräuchte mehrere rote Diamanten. Ja, dann muss ich mir einfach auch noch ein paar rote suchen. Ah, ich wollte es noch austauschen wieder. Den hier. So, weiter geht's. Da haben wir mal wieder einen Hebel. Da, sie ist offen, das ist gut. Aurora, sei bloß auf der Hut. Aber wieso geht's da, wann geht's da hinten dann weiter? Ich würde gerne noch darauf. Naja, vielleicht kommen wir dann noch mal dahin. Da oben schwebt ein Geist. Okay, da falle ich jetzt einfach mal runter, denke ich mal. Plopp. So, weiter. Mehr Wünsche. Das sieht interessant aus. Kann ich das bewegen? Nee. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Und darauf. Was für komische Musik ist das denn? Endlich, wir sind an unserem Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber, ganz subtil. Hinter Glas braucht er mich gemeinsames Ränkespiel. Was? Da oben ist eine Truhe. Da oben sind so Diamanten. Da sind noch ein paar Wünsche. Ah, das ist ja genau wie vorher. Da bringe ich die wieder zum Leuchten. Aber da fehlt einer. Der lilane. Blau wollte ich. Oh, das geht nicht. Es geht nur das Rote bis jetzt, weil die anderen sind verdeckt. Okay. Wie kann ich da dann ziehen? Kann ich da vielleicht. Nee, kann ich nicht. Hä, wie kann ich das jetzt ändern? Weiter geht's da auch nicht. Okay, Eigentlich würde ich ja erwarten. Ah, was ist das? Aha. Ja, ich glaube, das könnte passen. Ja. Zack. Und noch den Grünen als nächstes. Dann machen wir jetzt die Gläser kaputt. Kommt und befreit mich aus meinem Exil. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Eigentlich, ich meine, wir kennen die Person ja gar nicht. Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Kleines Nichts mit Locken ganz rot. Wer ist die Königin? Wow! Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's real. Sie wollen unseren Tod. Hey, wieso kann ich nicht. Jetzt hat. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt die richtigen dafür. 18 Schaden, ja, mittelprächtig. Schwingendes Merkur, wow. Erhöht Tempo. Okay, ich will als erstes den da töten. Okay, und noch ein paar Wünsche kassieren. Unterbrochen. Tempo erhöht, die buffen sich anscheinend gegenseitig rauf. Nein, rauf. Noch ein paar Wünsche, noch ein paar Wünsche. Kann ich die beide so slowen? Nee, ich glaube, ich slow ein. Ich bleib mal bei dem einen. Enthauptung, wow. 6 Schaden. Und hat mich unterbrochen. Nicht so gut. Okay. Sammelt Kraft. Ey, wieso kann der überhaupt schon wieder angreifen? Das ist voll unverschämt. Okay, der ist down. Ja, okay, ich habe jetzt gedacht, wir hätten größere Probleme mit denen.
Aber den kann ich jetzt eigentlich wieder slowen. Los. Schlag zu, Aurora. Aurora. Unterbrochen. So, mal sehen. Ja, wir sind wieder schneller. Oh, wir haben keine Wünsche mehr. Das war jetzt knapp. Ist der jetzt gleich? Nein, er hat noch... einmal kann er noch angreifen. Macht nochmal 6 Schaden. Ja, okay, es ist noch nicht kritisch. Und wir haben ihn jetzt schon tot. 3 Schläge immer gebraucht. 800 EP. Wow. Lebenspunkte, Mana-Punkte, Magie, Magie-Resistenz. Und ein Fähigkeitspunkt. Objekt gefunden. Magie-Sternstaub. Das können wir uns jetzt gleich noch anschauen, was das ist. Eine Leuchtekugel. Hey, da waren doch vorher noch gar... Hey, die Wünsche sind wieder da. Das ist Aurora, gute Frau. Madame im Traum gefangen... So. Doch bin ich bereit, nun zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Rede ich sofort, fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und kein mehr, keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befrei Sonne und Mond, damit das Licht uns widerlacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr auch einen Namen habe ich? Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf... Was? Igniculus. Igniculus. Euch zu helfen, hört sich lateinisch an. Ein Käfer groß wie eine Nadel? Zu wenig, finde ich. Wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Wow. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen. Ich hab Flügel. Ich fliege wie eine Fee, als wäre es nichts. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Leb wohl.
Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Drücke W, um zu fliegen. Braucht es irgendwie Energie? Wow, das ist ja krass. Flatter, flatter, flatter. Ja, gut, aber es ist schon wieder soweit. Oh, warte. Ja. Es scheint so, als hätte die neue Frau, würde ich jetzt mal sagen, von unserem Vater, als wäre sie wirklich eine böse Hexe oder sowas und hat Sonne und Mond gestohlen. Und wir müssen jetzt Sonne und Mond wiederfinden, damit wir aus diesem Traum erwachen. Scheint zumindest immer noch ein Traum. Und ja, dann geht's hier das nächste Mal weiter. Ich freue mich drauf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.